Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Willkommen zu einer neuen Folge von NBA 2K. Es geht weiter mit MyNBA, mit den Orlando Magic und mit unserem eigenen Spieler Max, der noch sehr, sehr roh ist. Aber wir kommen vorwärts, Step by Step. Wir durften die ersten Badges vergeben. Und jetzt stehen wir kurz vor dem All-Star-Weekend und auch kurz vor der Trade-Deadline. Und da müssen wir heute leider etwas machen, was sich im ersten Moment kacke anfühlt. Und zwar, es gibt einen Vertrag, der ausläuft. Ihr könnt es euch vielleicht schon denken. Nein, es ist nicht Danny Green, sondern es ist der Vertrag von Moritz Wagner. Wir versuchen ihn in der Free Agency dann wieder zurückzuholen. Aber jetzt will ich auf jeden Fall mal reinschauen, ob es vielleicht irgendwie ein Angebot gibt für ihn, bei dem wir vielleicht nur einen Second-Round-Pick oder irgendwie sowas mitnehmen können. Wir schauen einfach mal rein. Sollte ich jetzt wirklich gar nichts Wertvolles bekommen, dann behalte ich ihn. Aber wir müssen auf jeden Fall die Chance nutzen und einmal ganz kurz reinschauen, ob da eventuell irgendwie was gehen würde. Und deswegen gehen wir hier rein in die Trade-Suche. Also, Remo, das machen wir nicht. Brook Lopez, Bora. Das ist ein guter Trade, aber ich meine, wir sind auf der 5, also sowieso schon überbesetzt, deswegen Brook Lopez bei uns macht keinen Sinn. Genauso wenig wie Drummond. Caris LeVert, dessen Vertrag läuft auch aus. Ich will eigentlich gar nicht besser werden. Ich will auch eigentlich gar keinen Spieler haben, der uns irgendwie stärker macht. Ich will eigentlich einen guten Pick. So, was haben wir hier? Kennedy Chandler und ein First-Round-Pick der Warriors. Top 3 Protected. Und davon müsste ich ein... Das wäre zum Beispiel was. Das können wir mal im Kopf behalten. Okongwu, sehr junges Talent. Gabe Vincent, Jared Vanderbilt. Ich glaube, Dennis Schröder, Bikina, Watanabe. Warte mal, da ist ein First-Round-Pick dabei und der ist sogar nicht geschützt. Das wäre auch eine Möglichkeit. Bones Highland. Monte Graham, Kevin Porter Jr., Cameron Johnson. Das sind schon ein paar Angebote dabei, die gar nicht so schlecht sind. Aber wir haben jetzt natürlich hier auch gerade eben Obamba mit dabei gehabt. Ich glaube... Jetzt kommen die Warriors nochmal ums Eck, aber dieses Mal mit Patrick Baldwin Jr. und einem First-Round-Pick. So, was hatten wir jetzt gerade eben? Wir hatten die Nets. Wir hatten die Pelicans. Aber ich hole mir keinen Point Guard ins Boot, der 3 Jahre Vertrag hat und 36 Millionen verdient. Watanabe ist in Ordnung. Dessen Vertrag wäre absolut fein. Was hatten wir hier ganz am Anfang? Kennen wir Warriors 3 Protected. Ich glaube... Achso, der hat 3 Jahre Vertrag. Was war da hinten? Baldwin, sein Vertrag. Läuft auch noch 2 Jahre. Dann gehe ich hiermit. Also ein First-Round-Pick. Vor allen Dingen in der kommende Draft, wenn wir so weiterspielen, dann... Ja, dann sieht es so aus, als wenn wir da keine großen Chancen haben auf irgendwie einen Top-Pick. Wenn wir jetzt mal hier reinschauen in die NBA-Tabelle und in die Conference, dann sind wir hier gerade an der 9. Ich meine, wir sind nicht weit davon entfernt, dass wir da vielleicht irgendwie so 12, 13, aber Raptors und Hornets kannst du halt komplett vergessen. Deswegen, ja. Also, Moritz Wagner getradet. Ich werde versuchen, ihn wieder zurückzuholen, einfach schon alleine wegen Wagner Brothers und so weiter. Aber jetzt für den Moment, bevor wir dann... Weil wir gehen jetzt in dieser Folge dann über die Trade-Deadline drüber. Deswegen musste ich das jetzt in dieser Episode machen. Und jetzt gehen wir rein gegen die... gegen die Bulls. Vor allem, ich habe Mo auch gar keine Minuten mehr gegeben. Weil er war tatsächlich der Spieler, dem ich die Minuten geklaut habe. Weil ich gesagt habe, hey, wir sind sowieso schon groß aufgestellt. Also er hatte hier nicht mal irgendwie Spielzeit bekommen. Und deshalb, ja... Lonzo Ball, Zach LaVine, DeMar DeRozan, Patrick Williams, Vucevic. Lonzo Ball ja leider immer noch verletzt, auch wenn es da zuletzt zumindest mal ein bisschen gute Neuigkeiten gab, dass es wieder leicht in Richtung, ja, Full Court Practice oder sowas geht. Dann geht es rein, Tip-Off
Wendell Carter Jr. gegen Vucevic. Wir warten auf den Moment, in dem wir eingewechselt werden. 17-14 bei dem Bonus. Muss auch sagen, jetzt ist es natürlich schön. Man hat die 12 Minuten. Man hat einfach realistische Stats, egal ob von den Spielern oder auch von den Ergebnissen her. Das ist schon ganz nice. Und du hast ja vor allen Dingen auch immer die Möglichkeit, per Simcast dann auch mal ein bisschen nach vorne zu simulieren. Du bist einfach viel flexibler. Also es ist einfach... Ja, man muss ehrlich sein, es ist einfach geiler als die Karriere. Zach LaVine mit dem Dreier und nicht mit dem ersten Rebound. Jetzt kurz die Statistik aktivieren. Cole Anthony. Ich cutte. Nein. Okay, dann. 4 Sekunden, dann lasse ich die Jungs einfach mal selber machen. Ja, oder auch nicht. Und der fällt. Das ist natürlich nice für uns. Das war schon leicht risky. Ich hab gedacht, Alex Caruso beißt eventuell an. Anthony! Der nächste Assist. Double-Double wäre übrigens auch mal geil. Aber dann würde ich nochmal zusätzlich 10 Punkte bekommen. Ja, ich hoffe... Oh, Stil. Ich hoffe natürlich, dass mein Spieler sich in der Offseason dann einfach nochmal selber entwickelt. Weil sonst wird das ein klein wenig dauern, bis ich da mal Starting Point Guard bin. Nein, fällt nicht. 2018. Schöner Pass und der sitzt. Die ersten Punkte. Screen kommt. Okay. Und Ball gönnt sich. From downtown. 25-23. Perfect. Jo, und er fällt wieder. 5 Punkte, ein Rebound, 2 Assists, 28-25, die letzten 40 Sekunden, ne? Im ersten Viertel laufen runter. Lonzo Ball in der Isolation, jetzt Pick and Roll. Ja, es war klar, dass der Pass kommt. Gute Defense von uns allen. Boxout, Rebound habe ich. Gib den Ball weiter zu Cole. Der zu Jonathan. Und ich probier's. Und Wendell macht ihn. Yes, sir. And one. Let's go. Und da reibt er sich die Platte. Starkes Ding. Ja, aber das leider. Oh. Oder gibt es jetzt noch... Und es gibt rotzfrech den Dreier. Alter, was für ein bitteres Play für die Bulls. 33-25. Ball gönnt sich den Dreier aus der Ecke. Hey, der Typ ist auch so verrückt. 38-27. Zweites Viertel. Alex Caruso mit der 6. Und dann, oh, gute Defense. Transition Offense. Spiel ihn. Der fällt. Oh, gerade noch so. Der war nicht contested. Also am Ende dann doch komplett frei. Und es ist für uns der nächste Dreier. Drummond. Oh, hey, also unsere Defense steht wirklich sehr, sehr gut. Ich laufe wieder in die Corner, aber dieses Mal ist die Defense zu gut. Pass auf Jonathan Isaac. Der verliert den Ball. Ja. Ah, Mann. What the fuck? Als ob. Was für ein Wurf. Boah. Der war ultimativ tough.
Oh oh. Oh, das wäre beinahe ein Turnover gewesen, ne? Und. Ey, was? Was ist denn heute mit. Oh, das ist schon der dritte Dreier. Zu Russo, top of the key. Drummond. Zu offensichtlich, was da abgeht. Nice try, gute D. Ja, und dann offensiv Rebound. 31-44. Und ich ziehe das Foul gegen Vucevic. Das hat mal ganz gut funktioniert mit dem Pick. Muss ich vielleicht auch öfters probieren. Ich habe vergessen, den Freiwurf zu nehmen. Ich stand jetzt aber, glaube ich, auch die letzten 2-3 Spiele nicht mehr in der Freiwurflinie. 48-31, also es sieht wieder ziemlich eindeutig aus. Pat Williams. Und das ist eine schlechte D von mir, also ich bin da zu früh hoch. Aber da eine gute Defense von Jonathan Isaac. Del Carter Jr. spielt ihn hier. Was kommt raus? Screens kommen. Here we go! Oh! Ich sag euch, meine größte Angst ist wirklich immer Turnover, Turnover, Turnover. Ich hasse es, wenn ich Punkte verliere wegen Turnovern. 50-31. Es ist echt krass, also. Aber es ist jetzt nicht mal, weil ich irgendwie krass spiele, sondern weil unsere Defense einfach immer so gut steht. Mit Ball Ball, Wendell Carter Jr., Jonathan Isaac, das sind halt. Gute D. Schaut euch das an. Das ist einfach krass gut verteidigt, auch wenn sie jetzt das Foul ziehen. Oha. Oha, da habe ich mich wohl ein klein wenig zu früh gefreut. Es steht 94-80. Was ist denn da passiert? Der Max geht auf die Bank und plötzlich kollabiert das komplette Spiel. Gute Defense, der geht nicht. 13 Punkte liegen wir hinten. Okay, ob wir das noch drehen. Aber probieren wir es. Gute Defense. Ich meine, es sind nur 13 Punkte. Ball. Attackierter Cole Anthony. Hat er auch den größten Vorteil. Das ist eine gute Defense. Sie macht da Driving Lane zu und. Wendell! Okay. Standing Reach confirmed. Drummond denkt sich auch, ja, okay, alles klar. Oh, 11 Punkte. Geil, ich freue mich. Wenn wir eine Challenge haben, bin ich immer dabei. Ja, gesagt und schon. Passieren wir die nächsten Punkte. Paolo. Ich cutte. Reicht nicht. Pass zurück. Screen kommt. Nimmt er nicht. Lauf in die Corner. Cole Anthony kreiert. Zieht das Foul. Der muss gehen. Ja, der geht. 10-2-5. Aber unwahrscheinlich, dass ich jetzt noch 5 Assists spiele. Im vierten Viertel. 10-86. Und es ist eine gute Defense. War das ein Block? Ja, das war ein Block. Stark! Der Maxi Joe. Alter, was war das denn für ein Pass? Paolo kreiert, attackiert. Nur noch 12 Leute. Jetzt kommt der Defense Goat. Also ob ich das dann bin oder Alex Caruso, könnt ihr euch aussuchen. Und es ist fast der Stil. Gute Defense. Nein, 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 nein. Gute D. Und wir sprinten nach vorne. Und ich nehme den Dreier. Und der sitzt. Direkt. Catch and shoot. Transition Offense. 100-91. Are you ready? Let's go. Let's go. Der nächste Dreier.
Und es ist der nächste Dreier. Pick and Pop. Leute, was ist da los? Und fängt an, die Dreier zu splashen. Und es ist der nächste Turnover. Und ich verspreche euch, das wird der nächste Dreier. Das wird der nächste Dreier. Aber wir wollen auch nicht übertreiben. Die sind wahnsinnig. Die sind wahnsinnig. Und ich gehe... Alter. Ich gehe durch und stopf den rein. Was ist das bitte für ein Spiel? Das ist der nächste Dreier. Das ist der nächste Dreier. Levine antwortet. 112, 118. Noch eine Minute zu gehen. Und ich spiele den Pass. Und er macht. Das ist der 8. Assist. Das müsste jetzt eigentlich der Sieg sein, oder? Da kann eigentlich jetzt nichts mehr passieren. Pass kommt raus, Zach Levine. Ja, von wegen. Zündet uns nochmal den Dreier. Nur 5 Punkte Führung. Die letzten Sekunden laufen runter. Wir gewinnen mit 124 zu 115. Dieses absolut geile Spiel. Und liefern hier definitiv unsere beste Offensivperformance. Ja, mit weitem Abstand. Also alleine, was ich von draußen getroffen habe. Bester Spieler. Das sind auch so Kleinigkeiten, dass du am Ende dann nochmal so eine Zusammenfassung bekommst. Das gibt's in der Karriere zum Beispiel auch nicht. Also, gehen wir schnell rein. Wir haben 34 Punkte gemacht, 23 von Ball Ball. Der hatte auch ein Wahnsinnsspiel. 4 von 5, 4 von 8 von Cole Anthony. Also wir haben von draußen da wirklich extrem gut getroffen. Lonzo Ball mit 30, DeMar DeRozan mit 26, Zach LaVine mit 21. Pat Williams mit 11. Also, gehen wir einmal kurz durch. 34 Punkte, die Hälfte davon 17, dann 4 Rebounds, 21, 8 Assists, 29, 31, 33, 32, oder? 32 und das dann oben drauf gerechnet, dann sind wir bei 102 Fantasy Points jetzt mittlerweile. 32 Punkte, das schmeckt natürlich schon sehr, sehr fein, muss man sagen. Weil mit 32 Punkten, da kannst du ordentlich was machen. Und die werde ich jetzt auch nicht nur in einer Kategorie rausballern, sondern in mehreren. Gehen wir hier einfach direkt rein. Und ich würde sagen, ich baller auf jeden Fall mal Tempo mit Ball. Hau ich 10 rein. Dann Stil, Defensiv, Rebound, Passwahrnehmung. Laterale Geschwindigkeit 10. Dann habe ich noch 12, die ich vergeben darf. Würde ich sagen, die stecken wir in... Ich weiß gar nicht, ich danke ja so schon gut. Aber vielleicht Tempo mit... Habe ich das gerade schon gemacht? Tempo mit Ball? Ja, habe ich. Ballhandling. Da haue ich die restlichen 12 rein. Und eine neue Badge darf ich auch vergeben. Fällt mir gerade eben ein, oder? Ja, darf ich. Die stecke ich in unpflückbar. Weil mein Ballhandling ist einfach noch nicht so gut. Das ist manchmal echt gefährlich, wenn ich den Ball nach vorne bringe und dann auch irgendwie 2-3 Sekunden stehe. Dass mir dann jemand den Ball wegstiehlt. Und dann sind wir fertig. 67, also das Spiel hat es auf jeden Fall ordentlich gepusht. Gut, wir spielen das nächste Mal gegen die Milwaukee Bucks. Jetzt gerade eben merkt man, es kommen sehr viele Trade-Angebote rein, weil wir natürlich kurz vor der Trade-Deadline sind. Deswegen, wir nehmen uns in der nächsten Folge so 5 bis 10 Minuten, ne, und gehen durch diese ganzen Trade-Angebote auch der anderen Teams durch und schauen, ob da irgendwie was Realistisches mit dabei ist. Also so ein bisschen Trade-Deadline-Folge. Dann spielen wir gegen die Bucks und dann, glaube ich, werden wir die Saison... Vielleicht spielen wir dann nochmal gegen die Lakers oder irgendwie sowas in der Richtung, aber dann werden wir die Saison relativ schnell abhaken, weil ich will dann wissen, okay, was geht ab mit dem NBA-Draft, wo landen wir... Und dann hoffe ich natürlich auch, dass unser Spieler sich einigermaßen... Also nächste Folge, Trade Deadline. Wir spielen gegen die Milwaukee Bucks und dann schauen wir, wie es weitergeht. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Definitiv unser bestes Spiel, Career High, das kann man auch sicher sagen. Und dann bis zum nächsten Mal, Leute. Euer Max. Ciao.